Ey, Jungs, sachte mit den Instrumenten. Ist hier Bonk. Ich müsste sowieso längst in der Haia liegen. Aber du musst uns ja wieder durch die Jähen schleppen. Meckermann, aber du wirst gleich dein blaues Wunder erleben. Ich höre hier nur Wunder. Ist doch schon alles dunkelblau. Psst, dann aber leise, Leute. Und eins und zwei und eins, zwei, drei. Abends gehen alle hopp ins Bett. Hopp. Die Lichter gehen aus, der Tag war nett. Euch fallen auch schon die Augen zu. Und im Handumdrehen schlaft ihr ein im Nu. Es wird ganz stille in eurem Zimmer. Doch glaubt nur nicht, so bleibt das immer. Punkt Mitternacht beginnt ein Treiben. Ihr würdet euch alle eure Augen reiben. Das Spielzeug fängt an, sich zu rühren. Es will sein eigenes Leben führen. Bald tobt die ganze Spielzeugbande. Sie ist zu jedem Scherz imstande. Wenn alle schlafen in der Nacht, ist meist das Spielzeug aufgewacht. Und es bewegt sich wie im Traum, ganz lautlos durch den ganzen Raum. Es ist kein Spuk, es ist kein Traum. Wir haben's gesehen und glauben's kaum. Und ab geht's! Das Treiben wird jetzt kunterbunt. Im Kinderzimmer geht es rund. Der zottelige Teddybär spielt heimlich plötzlich Feuerwehr. Die Anziehpuppe ist zu dumm, sie zieht sich unaufhörlich um. Und unterm Bett die Aufziehmaus wird immer rund ums Puppenhaus. Der Blechkopf springt den Weltrekord. Der Bauklotzmann erschreckt und läuft fort. Als wär's damit noch nicht genug, greift jetzt auch noch ein Spielzeug zu. Der Teddybär verfolgt die Maus, die Puppe flieht ins Puppenhaus. Der Frosch springt hoch mit einem Satz, die Maus denkt, das ist ne Katz. Stell hinein ins Mauseloch, sonst kriegt mich diese Katze noch bei Nacht. Sieht alles so anders aus, da jagt ein Schatten eine Maus. Miau, miau. Als wär's damit noch nicht genug, startet ein Flugzeug zu nem Flug. Jetzt fallen auch noch die Klötze um, erschreckt der Teddy sich herum. Und alles flieht ins Puppenhaus, die wilde Jagd ist erstmal aus. Wenn alle schlafen in der Nacht, ist meist das Spielzeug aufgewacht. Und es bewegt sich wie im Traum, ganz lautlos durch den ganzen Raum. Es ist kein Spuk, es ist kein Traum, wir haben's gesehen und glauben's kaum. Die Zeit vergeht fast wie im Fluge. Bald hat das Spielzeug auch genug. Und morgens früh, vom neuen Tag, liegt alles, wo es gestern lag. Ja, morgens früh, wie schon gesagt, liegt alles, wo es gestern lag. Die Spielzeugbande ist ganz brav, liegt da und träumt in tiefem Schlaf. Ob es wahr ist oder etwa nicht? Wir haben's gesehen, doch wissen wir es nicht. Schließlich war es dunkel. Wenig Licht, da sieht man eben manches nicht. Mann, jetzt bin ich reif für die Koje. Eine Mütze Schlaf könnte ich auch gut vertragen, ne? Ja.